500 Jahre nach dem Tod Kaiser Maximilians I. treffen sich auf Wolke 7 der Kaiser höchstpersönlich, sein ehemaliger Rats- und Zahlmeister Johann Zott, seinesgleichen Salzmeier und damit Chef der Saline in Hallentirol und der große Silbergewerke Hans Siegwein von Schwaz in Tirol. Meine edlen Herren, wie haben sich die Investitionen des Schwarzer Silbers aus dem Silberberg für die Zukunft meines Enkels Karls und den Habsburgern bezahlt gemacht? Mein Schwiegersohn, der adelige Johann Zott von Berneck, konnte durch meine Beziehungen als erfolgreicher Silbergewerke in Schwarz enge Kontakte mit den Fuggern in Augsburg knüpfen. Durch den Schwarzer Silberpfand und der langjährigen Kontakte Johanns und weiterer sehr einflussreicher Personen konnte die unglaubliche Summe von etwa 850.000 Gulden als Kredit aufgenommen werden, wobei fast zwei Drittel von Jakob Fugger stammten, um die Kurfürsten zu bestechen und euren Enkelsohn Karl V. zum römisch-deutschen Kaiser zu krönen. Zusätzlich als König von Spanien regierte er damit ein Gebiet, in dem die Sonne nicht unterging, denn von den Philippinen bis Lateinamerika waren viele Länder in seiner Hand. Eure Majestät, über viele Jahrhunderte hat dieser geschickte Schachzug Österreich Ruhm und Ehre verschafft. Österreich ist heute eine moderne Demokratie in einer Europäischen Union, wie ihr euch das nur erträumen hättet können. Ausstellungen, Theaterstücke und Feste werden zu euren Ehren abgehalten und ein guter Tropfen Wein wird stets aufgewartet, damit euch das Volk auch nach 500 Jahren hoch leben lassen kann. So ähnlich könnte es sich gespielt haben. Wein war schon damals ein wichtiges Getränk, daher schau vorbei, im Weingut Zottlöderer in Strass im Strassertal. Auch unser Weinversand steht dir jederzeit zur Verfügung.